Okay, der Bus. Wir nehmen den Bus. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Darf ich fahren? Morgen. Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert. Na, die werden sich bedanken, wenn sie jetzt am Arsch der Welt sind und wir klauen ihnen die einzige Möglichkeit von ihr absorben. Okay, ich mach das. Was hängt denn da vorne an der Windschutzscheibe? Little Big Planet oder was? Da kommen sie. Sully, lass uns verschwinden. Oh, bitte lass mich fahren. Ich will fahren. Das war schon bei Uncharted 1 cool, wo man dann mal kurz fahren konnte. Aber ich werde mir das nur schießen. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein, ich meine das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein, 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 nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werde ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lasse die niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du noch einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an. Na, ich weiß doch schon, wen er angerufen hat. Jemen, arabische Halbinsel. Ja. Ah, ich wusste es. Geil. Elena Fischer, Auslandskorrespondentin. Hey, Sully. Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Nein. Wie geht's, Elena? Gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar. Zumindest jetzt nicht. Okay, denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich. Also, was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon, nicht schon wieder, oder? Also, das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehme die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst sie noch. Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht. Ich hab endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Ich meine, warum diese Besessenheit? Ich mach mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich spreche nicht von dir. Was, Sully? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen. Na toll.
Ja, Belohnung freischaltet. Kapitel 10. Historische Forschung. Wenn du die Spur von Francis Drake finden willst, müssen wir in die Altstadt. Das hier ist die Neustadt? Naja, relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. Also gut, geh vor. Ja, da war sie noch nicht verseucht mit Spinnern. Alles klar, gut. Okay, da. Seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Ah, sieht ja schon mal schön aus hier. Salam. Hey, guck mal. Was ist das da? Okay, hier durch. Das sieht ja cool aus. Ist das so eine Brosche, die man so an so einem Umhang sich ranhängt oder so? Liegt das hier einfach zwischen den Broten, Alter? Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen. Ja, Ma'am. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Wir gehen über den Markt. Ah, kriegen wir schon hin. Ich habe schon wieder ein Echo. Warum habe ich schon wieder ein Echo? Ja, guck mal, da liegt noch was. Ist ja interessant, was hier alles so rumliegt. Was ist das denn? Ach, das ist ein Dolch mit Scheide. Ist ja cool. Gar nicht erkannt. Ich so, hä? Was ist das für ein Widerhaken? Nee, einfach ein alter, geschwungener Säbeldolch oder Dolch. Keine Ahnung, über das Dolch. Cool. Schöne Lebensmittel haben die hier. No entry. Ha. Heißt das jetzt nicht keiner Arabisch? Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Sieht euch den noch. Ja. Oh ja, nun scheint, hilft das hier unten sehr. Was ist das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. Ja, was trägt sie denn? Haben die irgendwann mal geheiratet oder was? Ich wusste es doch, die Sith Lords sind auch hier unterwegs. Haben die sich mal verlobt oder was? Wieso diesen Ring? Dass Nate sein Drake, Ring um den Hals trägt, ist ja klar. Warum? Aber was hat sie für eine Geschichte mit ihrem? Esma Halli. Mein Fadlik F. der Helper? Naja. Shukran. Danke. Tfadali. Zum Glück haben wir dich. Ja, ganz sicher. Okay, hier hoch. Auch wenn das hier eine extrem hässliche Altstadt ist, muss ich gestehen, hat sie doch einen gewissen Charme. Und sieht echt schön aus. Also, wenn man mal so aus architektischen Blickwinkel das Ganze sieht. Wäre zwar kein Ort für mich, aber wenn ich hier mal auf archäologische Expansion wäre, würde ich da gerne was machen. Oder Exkursion? Keine Ahnung. Ja, anscheinend kommen wir hier auch nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Schon wieder was gefunden. Ein Armreif. Also spätestens wegen Kunstraub werden wir definitiv hier festgenommen, nicht wegen Waffenbesitz. Naja. Oh. Oh, die haben noch so wenig Wasser hier. Na los, mir nach. Und das, kann ich das nicht noch vorher reparieren? Dass wir den Leuten noch was Gutes tun? Die kennen doch sonst, die kennen doch nur Hass. Wir brauchen mal Nächstenliebe. Bei euch alles klar? Ja, wir kommen. Es reicht, wenn du erscheinst, Sully. Geil, mit Wählscheibe. Aber kein Kabel. Leute, wir sollten nicht hier sein. Ach komm, das ist eine Abkürzung. Schon okay. Macht aber nichts kaputt. Ah, guck mal, da ist noch was. Ey, was wir hier alles finden, Alter. In dem Kapitel habe ich mehr gefunden, als ich im gesamten Spiel bis jetzt gefunden habe an Gegenstände. Ist ja geil. Wieso, wir sind doch hier im Touristenhotel, oder nicht? Sieht doch ganz so schön gepflegt aus, oder? Ja, wir sind richtig. Auch wieder hier so ein riesen Pluspunkt für Uncharted 3. Das Level-Design ist einfach ein Traum. Richtig schön detailliert und verliebt im Detail an sich einfach. Wunderbar. Auch hier die Kameraperspektiven, toll. Boah, hier, boah. Oh.
kommt die Riesentransportmaschine her? Da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut. Nicht schlecht. Hey, Nate. Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Sally kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Na, schade, ich kann mich recht zu hören. Das könnte ich ihn gleich mit so einem finnischen Move erledigen. So, jetzt machen wir mir hier einen auf... Alter, hier. So, komm schon, komm schon, komm schon. Und... In meinen Augen immer noch das beste Assassin's Creed. Mit Altair einfach. Und zwar der erste Teil. Revelations ist okay, aber da spielt man Altair so wenig. Bloodlines, naja, das ist ja... mehr eine schlechte Demo als ein richtiges Spiel. So, und hier runter. Ja. Ich sag ja, ein knallharter Typ, der Drake, Alter. Selbst die entstehende Reibungshitze an den Händen... Er kann einfach zupacken, Alter. Er hebt Sachen hoch. Teflon beschichtete Hände, Alter, dass seine Hände auf jeden Fall nicht wegbrennen. Und das mit Asbest nochmal verstärkt. Sie wissen nicht, wann's genug ist, was? Dann mal los. Oh, Alter, nicht schlecht. Und raus. Immerhin etwas. Auf wen? Ja, wie hat dann das jetzt erwischt, Alter? Nicht schlecht, Alter. Hat der echt Boxhandschuhe an? Hallo, Jungs. Was hat... Oder hat er Steinfäuste? Ich hab doch ausgewichen. Ja, kriegst du einen in die Fresse. Au, das tat weh. Ja, komm her. Kann ich auch, Alter. Ich glaube, ja, jetzt langsam hab ich's raus, Alter. So, oh, oh, oh. Was war das denn? Hat er gerade versucht anzutäuschen? Ich muss gestehen, es ist auch mal sehr erfrischend, mal nicht ein Kampfsystem, so wie bei Batman oder bei Mad Max zu erwischen, sondern dass man... Oh, scheiße. Dass man immer angezeigt bekommt, wann man Konter drücken muss. Aber es, wenn, dann sollte es schon funktionieren. Alter. Boah, Alter, das war ein Schwinger. Ist halt sehr verwirrend auch ein bisschen das Ganze, weil immer das Ausweichen sich auf die Kamera spezialisiert. Und wenn die Kamera natürlich in einer beschissenen Position ist, dann funktioniert das mit dem Ausweichen. So, haben wir. Ja, die halten aber auch ganz schön was aus, die Jungs hier. Muss man die mal lassen. So. Alles klar. Haben wir noch mehr? Oh, wo kommst du her? Ah, nee, 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 lass mich los. Der wartet, das ist gut. Das ist wie im schlechten Film. Zack. So. Also ein bisschen am Mortal Kombat 2, gut. Zack. Mach schon. Oh. Was haben wir denn hier für Fisch? Hey, der sagt. Oh, cooler Fisch. Schönes Design. Okay, weiter. Ja, das soll nicht stören. Immer mal nach Osten. Alles normal. Das gehört alles zum Alltag hier. Ja, warte, hier ist noch was bestimmt. Ist hier noch was? Guck mal, da ist doch wieder was hier. Da ist doch was. Da ist immer was. Alte tibetische, mundgeklöppelte Halskette. Nichts wie weg hier. Voll geil hier mit den ganzen Teppichen.